Hallo meine Lieben, herzlich willkommen und bei einem neuen Dorf-Arc, Survival Wolf und wieder bei Goro, Xyra und Backcry. Moin. Hallo. Moinsen. Ja, neues Dörfchen. Ist das nicht fein? Ist das nicht wunderschön? Yep. Ja, das wird sich noch zeigen. Bleibt die letzte da mit dem Campfire auch oder kommt die doch weg? Die bleibt. Okay. So, Erklärungsbedarf. Bedürfnis. Jo, wir Mach haben, mal. Also bei mir ein Kommentar kam, also auch nur einer, der hat wahrscheinlich nicht richtig aufgepasst, weil wir hatten das ja schon gesagt. Wir fangen hier natürlich nicht mit einem Level 33er Char an. Goro hat seinen gelöscht. Natürlich. Und ist jetzt hier rübergelaufen, ist Level 7, das bin ich jetzt auch, glaube ich, oder 6 bin ich jetzt, ist man halt, wenn man hier rüber rennt. Und ja, wir haben natürlich auch alles abgerissen, was hier stand. Die große Hütte, die kleine Hütte. Das Einzige, was hier noch steht, ist dieses Bett. Mit dem Grund, dass wenn wir jetzt gleich sterben, weil wir einen T-Rex auf diesem Gelände haben, dass wir nicht wieder ganz herlaufen müssen, sondern wenigstens hier spawnen können. Sonst ist ja doof fürs Let's Play. Ja, genau. Der Weg ist nämlich sehr beschwerlich. Und eine Mauer hat der Junge hergezogen, damit wir hier schon mal ein Gebiet für unseren Tribe, der auch nachkommen wird, haben. Dieses ganze Gebiet können wir da ja bebauen. An welchem Wie Zaun ist denn der T-Rex? Der ist da hinten Richtung Wald und Berg. Richtung Wald. Also ich habe eigentlich schon eine weite Sicht, aber ich sehe den aber auch nicht. Ja, ich gucke jetzt gerade mal, wenn ich ihn sehe und wenn ich ihn finde und er gesprächsbereit ist, dann bringe ich ihn mal mit, so auf eine gesellige Runde. War hinter dem einen. Doch, ich finde die Idee eigentlich gut, so ein bisschen Party mit T-Rex. Nö, ich nicht. Ich werde jetzt mal schauen, wo ich hier Holzfarm gehe, beziehungsweise ich muss ja jetzt erstmal alles wieder aus Thatch bauen, wie ungewohnt das ist. Genauso wie, dass einem Dilos wieder gefährlich werden können. Ja? Rex auf Berg mit 3 Skorpionen und die kuscheln ein bisschen mit dem Stego. Wir haben erstmal Ruhe. Okay. Schönes Gebiet hast du uns hier ausgesucht. Echt toll. Alter. Shit, ah Mist, jetzt habe ich doch 2 Dilos am Arsch. Das ist nicht gut. Hallo, Ladies and Gentlemen, wir haben unseren ersten Tod. Oh shit, ja, shit, irgendwas. Was war das? Zum Teufel. Das war mein Gamepad und dein Gamepad ist klar. Ja, das war, also ich glaube, da kam noch Libellchen mit dazu. So ein Scheiß, ey. Ich weiß ja nicht mal, wo du jetzt warst. Aus dem großen Tor raus. Okay, Dilo und Ameisen und ganz viel Bäh. Ja, ich brauche Holz. Wie soll ich an Holz kommen, wenn ich nicht aus dem Tor rausgehe? Yeah. Weißt du, das ist ja das Problem. Yeah. Jetzt muss ich da wieder hinrennen. Mal gucken. Ich hoffe, meine Sachen sind noch da. Aber so wie die eben auf mich eingedroschen haben, frisst ein Dilo das auch oder nicht? Dilo glaube ich nicht. Ich glaube, Wenn sie deine Leiche fressen, sind die Klamotten auch weg. Ja gut, das stimmt. Aber ich weiß nicht, machen Dilos das? Der Dilo ist hier immer noch. Ich sehe meine Leiche gerade. Ach doch, da. Ich eile. Wo ist er denn? Take all items. Oh. 60er. Nett. Brauchst du Hilfe? Ich bin bei dir. Doch, alles gut. Ich bin Level 60. Sachen. So, okay. Jetzt besorgen wir Holz. Ist ja nichts passiert, außer bisschen verletzter Stolz. Hier haben wir noch einen. Müsstest du doch schon kennen von 7 Days. Na, die waren mate boosted. Nee, ich sterbe da höchst selten und wenn, dann nicht an Gegnern, sondern an Gravel oder an Gebäuden. Ups. So, ich muss erst mal gucken, ob ich mir irgendwie eine Axt oder sowas machen kann. Spuck mich nicht an, du Sau. Also nachher, wenn wir ein bisschen größer sind, ne, wird diese Gegend ja sehr nice sein, ne? Aber im Moment fühle ich mich doch ein bisschen unwohl. Macht das nicht den Charme aus? Vor allem, wenn hier meine ganze Speere kaputt geht und ich nicht mehr treffe. Und schon ziemlich K.O. bin. Und Thatch Roof. Ein Dorfframe brauche ich nicht unbedingt, ne? Nee. Zur Not komme ich auch ohne Dorfframe klar. Craftables. So, Thatch nach Foundation. Haus. Ich will mich erstmal ins Sichere begeben. Wenn noch mal ein, zwei Bären nebenbei sammeln. Bekommt man eigentlich so im Inland, bekommt man da eigentlich so lose Steine?
Am Fluss, hier an den kleinen Nein. See. Oh, schon wieder. Ja, Dilo schon wieder bei mir hier. Ach so. Komm. Und Libellen und ich sehe nichts mehr. Irgendwo habe ich noch eine Libelle gehört. Leider schon. Ach so, ist nur weg, Roy. Na denn. Nein, so war das gar nicht gemeint. Aber ich habe schon wieder Panik gekriegt, weil bei mir wäre es, glaube ich, nur noch ein kleiner Bissen gewesen und ich wäre dahin geschieden. Es ist immer ziemlich uncool, wenn man ein Tier gerade im Kampf tötet und dieses vorher nicht hatte, dass er dieses Dossier aufgeht. Ja, das nein. Goro, ich komme mal zu dir. Bist du Jack? Hau ab. Goro, einmal abnehmen. Geh weg! Alleine einmal abnehmen. Oh, ich bin zu voll beladen. Ich kann... Und schon wieder. Ich kann gar nicht mehr richtig laufen gerade. Es ist echt ein Problem. Goro, hast du gemacht? Hast du was? Oh, bitte um Erlaubnis, Bad in den nächsten Fluss zu versenken. Nein. Ja. Ups. Ich bin da ganz stark für. Nein. Doch. Also du kannst ja jetzt nicht so gemein sein. Ich habe die Libellen jetzt hinter dem Tor ausgeschlossen. Oh Gott. Dilo! In unserer Basis ist auch einer. Ein Dilo? Oder eine Libelle? Ach so. Was macht ihr denn da? Ja, ich finde keine Steine. Ich kann noch nichts machen. Wo? Du wolltest hier bauen, ne? Wo ich stehe? Warte, wo ich springe? Kann ich dir gleich sagen, sobald... Das ist Xyra, okay. Das hier war jetzt gerade zu nah dran. Hier wolltest du bauen, ne? Oder? Ich baue hier hinten, wo ich springe. Ja, ist in dem Bereich. Wo du baust, wissen wir ja alle. Ich bin ein Stück weiter, aber okay. Warte mal, ich hab hier gerade zwei Foundations. Die setze ich denn jetzt einfach mal hier kackendreist hin? Weil du warst doch hier auf dem Hügel irgendwo, ne? Oder? Hier hast du doch gebaut, oder? Wo willst du jetzt hin? So. Hier so. Ach so, direkt vorm Tor. Warst du nicht letztes Mal weiter hin? Weil ich versuche mir nicht gerade einen Platz zu finden, deshalb. Sonst gehe, Dilo. Sonst geh noch ein Stück hier nebenhin. Ja, aber hier ist nur noch Berg, ne? Hier kannst du nicht mehr bauen. Schlecht jedenfalls. Weil das hier richtig steil hochgeht. Ich kann es hier mal versuchen, sag ich mal. So, wenn das nicht klappt, muss ich halt irgendwo ganz woanders hin. So. Wir haben gerne mal ein kleines Nilo-Problem. Ist das ein Dilo oder ist das ein Raptor da hinten? Das ist ein Dilo. Böser Dilo. Ich mache mir jetzt erstmal eine kleine 4x4-Hütte und dann bin ich, glaube ich, erstmal glücklich. Ja, so was im Dreh habe ich auch vor. Gestein und sowas. Hier sind doch. Ich hab doch gerade dreimal gesagt, hier am See sind mehr als genügend Steine. Ich sehe hier 1, 2, 3, 4, 5 Steine liegen. Thatch Foundation. So, da haben wir sie. Ach, ich meine Gestein in Form von Felsen. Für Flint. Genau. Dann rede von Flint und nicht von Steinen. Ja, du weißt aber, was ich meine. Du Held, dann geh vor die Tür. Ich will nicht. Dann musst du dann leider kein Flint. Gott. Warte, bis ihr was habt, dann klaue ich euch das. Glaub ja nicht. Wie sagtest du, an der tiefsten Stelle anfangen zu bauen, das ist jetzt ja gerade zu Beginn ungünstig, weil ich müsste ja eine ganze Weile farmen, um mir die Pillars bauen zu können. Oh, Scheiße. Ich muss jetzt erstmal oben anfangen. Also klar. Ich baue mir erstmal auch nur eine kleine Hütte, damit ich eigene 4 Wände habe. Das wird, diese kleine 4x4 Fläche ist natürlich auch nicht mein letztes Haus. Aber es geht ja erstmal nur darum, dass du was hast, wo du drin schlafen kannst. Ha, ich kann ja nicht meine 4x4 Fläche setzen. Das ist das Problem. Weil das zu steil ist. Es geht nur 2x2. Meine ich auch 2x2. Also eine Fläche von 4 Foundations, entschuldige. Ich kann nur 2 Foundations setzen. Mehr geht hier nicht hin. Das ist das Problem. 2 Stück kann ich hier nur setzen. Alles andere muss ich schon irgendwie, keine Ahnung, es geht nicht. Das ist einfach steil hier. Dann setz sie doch um. Also quasi abreißen und dann auf die höchste Stelle setzen. Ja, dann kannst du sicher sein, dass hier davor jemand baut. Denke ich mir mal. Weil ich müsste den ganz oben am Zaun setzen. Dann müsste ich den ganz oben am Zaun setzen. Ja gut, dass wir hier weitläufiger bauen, das hatten wir ja auch schon gesagt. Also direkt vor deine Nase sollte sich da eigentlich dann keiner setzen.
Idilo. So, ich hoffe, das funktioniert. Ich hoffe, ich kann mir jetzt überhaupt noch eine craften. Euch ist hoffentlich bewusst, dass wenn die Zuschauer diese Folge sehen, die sich wirklich fragen, wie wir auf den anderen Server so lange überleben konnten. Ach, so. Oh shit! Ja, also ich werde angegriffen gerade. Für mich hat sich das gerade. Ich komme. Oh, ein 68er Dilo. Das ist aber unangenehm. Bin auf dem Weg. Oh, Libelle. Oh shit, ich habe keinen Speer mehr. Yippie! Ich seh nix. Oh, das war knapp. Knochen gebrochen und alles. Dankeschön. Kein Problem. Ich schmeiß mal das Fleisch, was ich so aus den Dilo-Leichen rausbekomme, ins Campfire, dass wir zumindest ein bisschen Futter haben. Ja, stimmt. Da wollte ich auch noch eben das Fleisch reingeschmissen haben. Oh, es ist unangenehm. Ansonsten, Xyra, bei dir in der Nähe laufen doch ganz gerne mal Dodos rum. Die könntest du ja bei Gelegenheit mal ein bisschen abschlachten. Ach, du meinst jetzt im Dorf? Ja, mach ich gleich. Ja. Aber ist doch echt mal wieder was Schönes, ne? So back to basic. Nee. Ich habe meinen HP-Balken eben schon fast nicht mehr gesehen. Das ist nicht schön. Ich kann jetzt nirgendwo hin. Ich brauch Holz und habe keine Waffen mehr. Ist das scheiße. Soll ich euch Begleitschutz geben da draußen? Du bist klingt da. Nee, Xyra ist da gerade. Nee, aber ich habe keinen Speer mehr und ich kann mir keinen See herstellen ohne kann Holz. Dir einen, ich kann mal. Dir einen geben. Wo bist du denn? Links von dir. Links von mir? Hinter dir. Hinter mir. Ach, da. Einfach nicht so schnell drehen, dann kommt das auch mit den Richtungsangaben hin. Ja, entschuldige, ich wollte dich gerade nicht anpfeifen. Das. Kein Problem, wir haben Männchen. Okay. So, bitteschön. Einen brauche ich auch noch und ich hatte nur noch zwei, deswegen kann ich dir erstmal nur einen geben. Nee, kein Ding. Ich hatte mir auch drei hergestellt, aber die verbrauchen sich ja dann doch irgendwie mal. Ich glaube, ich habe meine Stelle gefunden. Irgendwie ja. Man ist immer noch so ein bisschen die Metallsperre gewohnt. Mhm. Ja. Kann ich mich irgendwie besser heilen, außer durch Bären essen? Nee, ne? Fleisch essen. Ja. Aber kein rohes, oder? Nee, gekochtes. Nein, gekocht. Aber im Campfire kocht gerade. Also kannst du ja jetzt schon wieder welche rausnehmen. Ich werde hier schon wieder angegrunzt. Mais auch nochmal Fleisch rein. Und ich habe schon wieder Kampfmusik. Warum? Ja, bin ich. So. Ich will. Schau ich mal, sie mir hier. Wird nämlich gerade gefressen. Nicht gut. Das so nicht. Oh, was? Ach, Mensch. Ich habe schon wieder Geräusche, bin wo ich eigentlich. Ich gerade am Überlegen, ob ich es schaffe, in drei Folgen da oben zumindest irgendwas hinzubauen. Wo du. Setzt du dich denn hin? Oben auf dem Berg. Oben auf dem Berg? Auf welchem Berg? Da oben, direkt vom See. Da habe ich einen wunderbaren Ausblick auf das ganze Gelände. Oh ja, das kann ich mir gut vorstellen, ja. Okay, jetzt brauche ich noch zwei Foundations. Was brauche ich dafür überhaupt für die Foundation? Oh, ich kann es nicht lesen, ey. Wood, okay. Ich brauche noch Holz, das ist gut. Open the door. Rennt denn hier entlang irgendwas Großes? Aber ich kann es nicht sehen, ich höre es nur. Das gefällt mir nicht. Ein Schwein. Oh Mann, ey. Irgendwas Großes, ein Schwein. Ja, das ist groß. Wir haben verschiedene Auffassungen von Größenordnung, glaube ich. Ja, aber die trampeln aber auch für einen T-Rex genug. Massiv genau. Ist auch eine nette, ist auch ein netter Ausdruck dafür. Xyra versteht mich. Ja. Ja, sie war früher sehr viel im Altenheim unterwegs. Witzig, dass der alte Mann über das Altern redet, ne? Mhm. Hallo, hallo, hallo. Wie war das noch mit der Ü30-Fraktion? Ich bin noch nicht alt. Passt mal auf. Wir machen einfach mal so ein Webcam-Duell. Ich habe jetzt ja eine Webcam. Glückwunsch, willkommen im 21. Jahrhundert. Genau. Und ich plane sie auch einzusetzen. Oh yeah. Hemmungslos. Hemmungslos. Wird noch ein Tick downer. Ich will jetzt versuchen, ich muss hier größere Umbaumaßnahmen machen. Mein PC steht ja immer noch im Wohnzimmer und der soll in das dritte Zimmer. Und da habe ich momentan aber nochmal ein SM-Studio drin. Das muss ich halt rausmachen. Und ich habe ein Strandmuschelstudio. Von den ganzen Synchronschwimmmeisterschaften sammle ich immer Muscheln am Strand ein. Ah, okay. Was hast du denn gedacht? Also ich habe unter hemmungslosem Einsatz habe ich eher so verstanden, naja, dass du halt die SM-Einrichtung drin lässt. Das beruhigt mich irgendwie gar nicht. Wer möchte denn Strandmuscheln sehen?
will doch keiner. Ich habe so ganz böse Bilder gerade im Kopf. Ja. Ich weiß ja auch, wie Valkyrie aussieht, von daher macht das die Sache noch schwieriger. Oh Mann, jetzt kann ich echt die vierte Foundation hier wieder nicht setzen. Das wird ein bisschen erklären, warum Valkyrie so auf das Leder-Equip so abgegangen ist damals. Ach, du hast jetzt die Folge gesehen. Jetzt, ja. Oh nein, jetzt habe ich vergessen, was zu trinken. Gibt es Thatch Pillars? Nee, ne? Gibt es nicht, nur Wood Pillars erstmal. Wir müssen jetzt aber auch jetzt mal hier im Kontext das Ganze nochmal aufklären. Dadurch, dass ja SM für Strandmuscheln steht, ja, natürlich. Ist Valkyrie nur auf die Leder-Equipment so abgegangen, weil die so schön wasserabweisend sind. Das hat ihn ein bisschen schnittiger im Wasser gemacht. Weil teilweise muss er ja auch nochmal tauchen und so. Ne? Habe ich dich da gut rausgerettet jetzt? Komm. Verdammt. Nee, ist ja für Strandmuschel. Das ist ja, da musst du mich nicht retten. Völlig legitim. Ich habe mich jetzt gerade aber irgendwie so danach gefühlt. So. Nein. Wer? Oh, ich bin gerade völlig überpackt hier. Wer sagt jetzt schwierig? Schwierig. Oh je. Was? Ich muss was trinken. Ja, man muss wissen, wann der Einsatz gekommen ist. Ja, mittlerweile dachte ich, das ist irgendwie so ein bisschen drin. Ich sag ja schon, ich benutze ja schon gar keine anderen Wörter mehr. Also, was? Was wächst hier denn? Wachsen hier Bäume etwa in deinem Haus? Oder was ist das hier? Ich verdurste. Oh, jetzt hab ich schon. Nee, sag mal, so durstig. Dieses Bambus, kann man das nicht aufsammeln hier? Doch, mit E. Ach, das bringt aber nur Fiber, okay. Fiber und auch Beeren. Also das ist genauso wie das Gras auch. Ja, ich wäre aber mehr an Holz interessiert. Dann wären Bäume, glaube ich, so die erste Anlaufstelle. Das klingt jetzt schon wieder so klugscheißerisch. Sorry. Nein, gar nicht. Also, ich kenne dich ja nur so. Das ist ja gut. Dann brauchst du dich ja gar nicht umstellen. Das ist ein neues Symbol, ne? Während du craftest und bist nicht mehr im Fenster, zeigt das jetzt links unten an, ne? Was du gerade craftest und wie weit er ist. Ne? Also, das war bei mir jetzt schon länger. Ich kann dir aber nicht sagen, seit wann. Also, ich weiß nicht. Das ist aber schon ziemlich lange. Haben wir irgendwo schon ein Lagerfeuer? Das ist mir noch nie aufgefallen. Das Lagerfeuer, ja, das schon die ganze Zeit steht, meinst du? Wäre ein Versuch wir wert. Haben ja, wir haben da ja was stehen lassen. Wenn ich jetzt Goro wäre, würde ich sagen, das Feuer ist da, wo es brennt. Aber das verknallt ich mir. Aber du bist ja nicht Goro und deswegen tust genau du sowas nicht. Deshalb mache ich sowas nicht. Das würde bei Bad in Trouble aber auf sehr, sehr viele Stellen zutreffen. Oh, deswegen. Okay. Nein, das vertiefen wir jetzt nicht. Nein. Komm, aussetz. Kann ich mir nicht vor. Also, wieso? Du puderst dich doch noch regelmäßig, oder, Bad? Ja. Und dann kann da auch nichts brennen. Und die Hämorrhoiden geben Frieden, oder wie war das immer in dem Werbespot? No. Nee, pudern eigentlich im Sinne von wegen, dass ich noch in so einem jungen Alter bin, dass, wo man das halt noch fast machen muss. Ach, du willst damit sagen, dass dein Hinterteil dir ein paar Jahrzehnte voraus ist, so. Ach, Guru, du bist auch hier, das ist ja schön. Ja, ne? Das sagst du immer wieder, aber auch erst, wenn die Aufnahme läuft. Komisch, ne? Ja, das ist verdächtig irgendwie. Juhu, ich kann mal damit jetzt nichts andeuten. Übrigens an dieser Stelle einfach mal einen ganz unverbindlichen Gruß an die Frau von Tom. Und sollte sie das hören, wird sie wissen, warum. Und Ich bin der Arsch. Ich bleib trotzdem dabei, dass ich bei der Whitelist gejoint habe. Ich hätte es jetzt nicht, wenn du das jetzt natürlich nochmal thematisieren möchtest. Mir fiel das nur gerade als kleine Aufmerksamkeit ein. Ich glaube, die Frau von Tom ist soweit zufrieden, wenn sie mit Arg überhaupt nichts zu tun haben muss. Und hat da jemand gerade einen Baum von euch gefällt oder könnte das ein Dino sein? Ah, okay. Ich muss gerade mal mit der Faust dabei gehen, weil ich brauche ein bisschen mehr Sedge, aber es bringt mir auch gerade nichts, weil ich bin zu doof. Was braucht ihr denn? Ich brauche gerade ein bisschen Sedge, weil ich habe Mist gemacht. Dann nimm doch eine Pickaxe. Ja, die will ich ja gerade heile machen. Das ist der Mist, den du gemacht hast. Okay. Nein, Kampfmusik und Kampfmusik. Ich habe auch Kampfmusik. Ich weiß nicht, ob ich es bin. Ich kann nicht zur Rettung kommen. Ich crafte gerade. Ich habe Black. Aber ich glaube, ich bin's nicht. Bei mir ist die Musik weg. Ich brate mal die restlichen 8 Fleisch durch, ne? Yep. Ja, mach das mal. Ich kann auch gleich was zu essen gebrauchen. So, jetzt brauche ich noch mal ein bisschen Sedge und dann kann ich auch meine Tür setzen. Hm. Hallo? Hallo? Ring, ring. Ach Quatsch, die wollte ich gar nicht wegschmeißen. Kann ich dir die Materialien für die Tür geben, weil die Tür habe ich nicht gelernt?
Nee, jetzt ernsthaft. Nicht so viel Mistmachen. Nein! Oh Mann, ich stelle hier gerade alles her, aber nicht das, was ich brauche. Ich wollte mich sonst zur Not einmauern, ohne Tür halt. Geht auch, ne? Aber. Geht theoretisch auch. Kannst das Ding ja dann wieder abreißen, das wäre ja nicht das Problem. Richtig. Naja, gut, kostet halt immer nur Mats, ne? Aber. Ja, aber das hält sich ja jetzt momentan noch relativ in Grenzen. Ja. Würdest du das Ganze mit Stein machen, wäre es, glaube ich, ein bisschen ärgerlicher mit den Nachsammeln. Sag mal, Goro, ja. Erzähl mal bitte, mit welchem Prinzip hast du eigentlich die Foundations hier alle gesetzt? Wusstest du, inwiefern die ihren Radius haben, oder? Frei nach Laune irgendwie. Okay. Also du meinst jetzt... Ist das hier reines Glück? Nee, also die Set Foundation hatte ich gesetzt gehabt, damit niemand auf die glorreiche Idee kommt, hier zu bauen und uns eventuell den Platz streitig macht. Deswegen auch diese zwei Tage Nacht- und Nebel-Aktion hier mit den Zaun ziehen. Was übrigens keine schöne Aktion war. Nee. Ja, das glaube ich. Braucht noch jemand ein Set-Store-Frame oder Set-Roof? Also hast du recht, das hättest du schöner machen können. Oder wie meintest du das jetzt? Baycry? Ja, ich bräuchte einen Xyra. Extra bitte. Für dich werde ich Cementing Paste lernen, werde daraus einen kleinen Klotz bauen und werde dich hier im Teich versenken. Oh, ich werde geeimert, cool. Ein Wellfisch. Geeimert. Bist du gerade da, Well? Ich bin bei meiner hoffentlich zukünftigen Hütte. Ich komme mal eben zu den beiden Schildkröten hin. Welche von den Schildkröten? Achso, da oben bist du. Hm? Da bist du. Ah, auch eine schöne erhöhte Stelle. So. Ja, aber schwierig, dann mit den, ja, braucht halt Pillars dann, ne? So. Aber gut, eine kleine Hütte reicht ja erstmal. Einmal Roof und einmal Doorframe. Ich sehe schon kommen, dass ich mich hier diskussionstechnisch hier mit den Brontos auseinandersetzen Hast muss. Hast du alles? Ja, Roof, ein Dach. War hier nicht ein Dach, ja. Hinter dir liegt noch was. Ja, ein Dach könnte ich mir, glaube ich, auch, aber ich kann halt keine Tür und kein Doorframe. Achso, soll ich dir eine Tür denn auch noch herstellen? Das wäre lieb, weil ich habe die Punkte noch nicht dafür. Ja. Meine Damen, ach doch, nee, warte Sekunde. Ich lüge. Jetzt ist zu spät. Okay, gut, aber ich werde sie dann trotzdem lernen. Aber brauchst du noch Mats dafür im Austausch? Nö, das ist alles okay so. Könnt ihr diese Diskussion in der nächsten Runde fortführen? Natürlich. Das ist so schön. So schön von euch. So sind wir. Wenn ich Glück habe, bin ich am Ende der nächsten Folge bei meinem Haus angekommen, weil ich gerade relativ langsam laufe. Also, wenn ich gleich meine Tür gesetzt habe, dann steht meine erste kleine Hütte. Ja, meine auch. Dann kann ich mich schon mal daran machen, ein bisschen mehr Holz zu farmen und so, um dann nachher eine ordentliche Hütte zu bauen. Läufst du mir denn her oder was lachst du so dreckig, während ich mir ist gerade aufgefallen, im Matrix-Style durchs Level ziehe? Mir ist nur gerade aufgefallen von wegen, dass es die Brontos quasi überhaupt nicht interessiert, der Zaun. Nee. Ja, noch nicht. Der ist ja auch viel zu tief noch. Oh, die gucken mir beim Berg. Oh, wie süß. Ich hätte gerne ein Problem. Ich habe hier ein Level 108 Dilo an der Backe. Ich hätte gerne ein Problem. Ja. Damit hast du ein Problem. Wenn ich jetzt loslaufe, bin ich in ungefähr 20 Minuten bei dir. Das wird mir reichen. Solange kann ich ihn hinhalten. Okay, denn an dieser Stelle. Tschüss, ja, jetzt und wieder einschalten. Bist du Jack? Bist du Jack? Bist ja. A, was? Das ein, ja, A. Muss jetzt Schluss machen und gleich wieder aufnehmen. Los, dann kriegen wir das noch mit Figuro überleben. Okay, tschüss. So, bis gleich.